Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im LS22 auf der Ameisen Farm 2.0. Einen schönen Sonntag wünsche ich euch. Ja, Grüße und Moin Moin. Ja, bin gerade frisch aus dem Bettchen rausgefallen. Ja, ich habe hier eben auf Schlafen gedrückt und es ist 7 Uhr morgens. Ich glaube, was war da gestanden? 10.000 Euro Produktionskosten und 8.000 Euro irgendwie so für die Gebäude. Ja, ist ein bisschen weniger geworden, ne? Müssten wir hier eh sehen, oder? Was waren da? Produktionskosten 2.900. Also das ist schon an diesem Tag. Ja, das läppert sich zusammen, die Produktionskosten. Perfekt, ne? Wasser. Also für die Tierstelle, okay. Das heißt, wir haben heutigen Tag, es ist 7 Uhr morgens, schon 3.000 Euro minus gemacht. Läuft. Okay. Schauen wir mal ein bisschen durch, was hat sich so getan bei den Tierchen. Die haben noch Futter drin und bei den Eiern läuft es auch. Ja, perfekt. Die Tierchen, ja, Milch wird langsam voll, Strom müssen wir ein bisschen nachkippen und Mischration ist ein bisschen weniger geworden. Missionen schauen wir später noch oder gleich. Bin mal interessiert. So, die werden wir gleich, wenn wir schon hier drin stehen, werden wir gleich hier restliche Futter noch auskippen. Ja, das ist wirklich, hier muss man ordentlich einen Traktor haben, um den Futterwischwagen, den Dreiachser, voll hier raufzuziehen. Also das ist wirklich, ich bin vorher mal stehen geblieben hier vor der Einfahrt, weil ich ja einen Thumbnail machen wollte. Und ja, vom Stand weg hat selbst der 6R hier Probleme, den vollen hier, diesen kleinen Hügel hochzuziehen. Also wirklich schwer. Man sieht auch, wie der in die Knie geht hinten. Also das Ding ist wirklich schwer. Na gut. So, das heißt, wir werden dann jetzt einmal hier abstellen und dann machen wir uns einmal einen Überblick über die Lage und dann gucken wir weiter, ne? Man will ja nichts überhasten hier ganz in der Früh. Das soll ja schon ein bisschen gemächlicher starten. Es ist zwar der NF-Marsch, da ist immer ein bisschen Stress dabei, aber ja, wir wollen sie nicht übertreiben. Okay. Perfekt. Dann, genau, hier wollte ich dann gucken. Wie schaut es hier aus? Läuft hier noch was oder ist das durch oder wie oder was oder wann, ne? Genau. Das läuft sogar noch. Oh, cool. Das hat gar nicht so viel verbraucht, oder? Hatten wir nicht 260, 270.000 Liter drinnen? Das geht eigentlich voll. Elektrische Ladung, ja, ist noch genug drin. Hackschnitzel, 60.000 Liter, okay. Jetzt ist halt die Frage. Heißt das, das Holz hier wird verfüllt? Nee, 22, das ist das gleiche. 62.000, weil er auf Behalten ist. Weil das alles auf Behalten ist, genau. Mist, das ist alles auf Behalten. Das heißt, hier müssten eigentlich Leerpaletten gespawnt sein. Das ist halt die Frage, wo spawnen die Dinger? Weiß das jemand? Hier? Sind sie da schon? Nee, das ist nur Deko, oder? Ah, hier. Ja. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, ne? Die sehen aber auch gut aus, oder? Wow. Die sehen wirklich gut aus, ne? Also, das sind wirklich schöne Europaletten. Da haben wir schon ein paar Stößchen voll. 5.000 Liter pro Pack. 10, 20, 25.000 Liter Leerpaletten haben wir schon. Das ist ja schick. Das ist ja cool. Okay, dann würde ich sagen... Bretterpaletten. Ja, die Frage ist halt, weiß halt nicht, wofür man das braucht. Was ist denn da verkaufstechnisch? Weil wenn, dann wollen wir schon, wenn wir es nicht verwenden können für irgendeine Produktion, dann wollen wir es veräußern. Hier, Bretterpaletten. Ne, das sind nur die normalen Bretter, die Standardbretter. Wir müssen dann weiter. Oder? Oder sind es die gleichen? Wisst ihr das? Könnten die gleichen sein. Tausender, okay. Na gut. Die Leerpaletten 700, OSB 900, Sparplatten 900. Das ist halt die Frage, was rentiert sich am meisten? Was rendiert sich hier am meisten? Ne, hier. Von dem Zeug. Schreibt es gerne in die Kommentare. Was ist da am intelligentesten, wenn wir das machen? Weil für Leerpaletten nehmen wir 1000 Holz und bekommen 2500 Leerpaletten. Leerpaletten war aber ja das günstiger. Hier nehmen wir auch 1000, bekommen auch 2500 bei dem Zeug, aber wir müssen noch 3000 Hackschnitzel reinpulvern. Na gut, Hackschnitzel, da
Das ist jetzt das wenigste Problem, ne? Das ist jetzt das wenigste Problem. Die Bretterpaletten, das ist fast 1 zu 1. Hier müssen wir was machen. Wir müssen Mist nachfüllen, damit die Düngerproduktion wieder laufen kann. Achtung, Alarmstufe rosarot. Das machen wir gleich mit dem hier. Es muss ja erstmal nur der Mist rein. Wenn der Mist mal drin ist, dann läuft das schon wieder. Gülle können wir auch später nachfüllen. Das hält noch ein bisschen. Aber das ist das Wichtigste. Die Produktionen, die sollen mal laufen. Der Rest regelt sich dann von alleine. Jetzt werden wir dann erstmal gucken. Und uns wieder zurechtfinden. Mist, haben wir gesagt, oder? Ich glaube schon. So, wie viel ist denn hier drinnen? Ja, so viel ist eh nicht drinnen, ne? Also 10.000 Liter, na gut. Also es wird irgendwann mal Zeit, dass wir da einen zweiten Kuhstall haben. Ich glaube, es wird nicht so viel Mist produziert, wie die Produktion verarbeitet. Das heißt, wir haben einen Mistmangel. Chronischer Mistmangel. Mann, oh Mann. Dass ich das mal gedacht hätte, dass das mir das mal passiert. Ich kann mich nur an den 19 erinnern. Da war es ja, glaube ich, eher andersrum. Da ist das ganze Zeug ja übergelaufen. Da habe ich ja dann bei der BGA Mist und Gülle verkauft, weil schon so viel war. Bis ich dann irgendwann mal die BGA gekauft habe, das war wieder ein anderes Thema. Dann ist natürlich Kompost und... Nee, ich glaube Mist und Gärreste dann reingefallen in die BGA. Irgendwie so war das. Na gut. Das heißt, das läuft jetzt wieder, oder? Oder sehe ich das falsch? Jo, das läuft wieder. Gülle, das werden wir später noch nachführen, weil Dünger ist immer gut, wenn wir den produzieren. Das lassen wir jetzt im Moment nochmal. Da bin ich interessiert an euren Meinungen, was ihr dazu sagt. Was machen wir mit dem Kram? Hier, was ist hier jetzt dabei? Ernten. Hier ist Mais für 20 und 10.000. Das ist halt nicht viel, ne? Das ist nicht viel. Dinkel haben wir nicht. Raps haben wir nicht. Wir haben Hirse, haben wir. Hirse, Milch, Stroh, Heu und den Kram. Oder muss das erst einmal durchsynchronisieren? Das ist ja gar nichts. Pflügen. Ja gut, ne? Also die 68 Pflügen könnte man machen. Muss das erst synchronisieren. Also den Mod vom den Contract Service Provider habe ich ja drauf, oder? Ich glaube schon. Müsste sein. Kann ich mir nur vorstellen, dass das erst einmal synchronisieren muss. Frage für einen Freund. Was ist mit unserem Feld da oben? Wir haben ja doch ein Feld gekauft. Lol. Hier, die 34. Was haben wir da hier? Ah, das ist noch ein Wachstum. Okay. Das dauert noch einen Moment. Das dauert einfach noch einen Moment. Wir haben ja letztens geguckt. Ui. War ja ein Ziel vorbei. Wir haben ja letztens geguckt. Das ist ja voll gedüngt. Also düngertechnisch können wir da eh nichts mehr machen. Unkraut ist eh keins drauf. Walzen und Steine können wir eh nichts mehr machen. Dann müssen wir aussitzen. Na gut. Dann würde ich sagen, ah genau, Gebrauchtshop immer wichtig. Was hat man da? Wenn, da haben wir schon 9R, Knicklenker, boah, schwierig, ne? Da ist auch nicht viel mehr geworden, ne? Brauchen wir sowas, Leute? Brauchen wir einen 9R? Ich weiß ja nicht. Man, er hätte massig Leistung, das ist ja nicht das Problem. Aber die Frage ist halt, ob man den braucht. Da gibt es, nochmal, nochmal fast das gleiche draufzahlen für die 670 PS. Also der könnte schon, aber ich mag die Knicklenker halt nicht, ne? Wenn, dann wäre es eher nur so ein kompletter CP-AD-Traktor. Hätte ich keinen Bock drauf, selber zu fahren, aber sonst standardmäßig schon mal für 460 PS. Also für große Arbeiten könnte man sich das überlegen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Brauchen wir einen 9R? So, dann würde ich mal sagen, ich gehe ja mal stark davon aus, dass das erstmal aktualisieren muss. Deswegen gehen wir das einen Moment, weil es sind verdächtig wenig Missionen da. Da würde ich sagen, die 68 akzeptieren. Fangen wir mal an. Irgendwann muss mal begonnen werden, die 68 Pflügen. Pflügen war ja immer so ein Xerion-Ding. Deswegen werden wir uns den gleich mal schnappen und vorbereiten. So, Ballenpresse ab. Und dann schnabulieren wir uns einen Pflug. Da haben wir ja zwei rumstehen und dann geht schon los hier. Die Party. Ein bisschen zum Aufräumen wir eh noch. Ah, das passt, trifft sich ja gut, dass der hier so rumsteht. Dann nehmen wir den.
Nehmen wir den hellgrünen, weil der dunkelgrüne ist ja eigentlich für den Johnny dann. So. Dann klappen wir das Ding mal zusammen und gehen wir es mal an. Das war jetzt die 68. Gucken wir mal, waren wir dort schon mal pflügen? Die Wahrscheinlichkeit ist gegeben, nicht groß, aber gegeben. Nee, waren wir nicht. Kein Problem. Jetzt muss ich wieder in, ja, CP-technisch wieder reinfuchsen. Da ist noch ein Kurs drin. Löschen. Die brauchen wir nicht. 68, was? Die ist die. Das fällt hier, okay. Ja gut, machen wir. Überhaupt kein Problem. Job erstellen, Feldarbeit, jo. Dann fängst du hier an. Öffnen. 9 Meter. Bei den Bahnen. Nee, du fängst beim Vorgewende an. Weich. Ist alles okay. Und dann geht die Luzi schon los. Perfekto. Speichern wir gleich ab. Und dann haben wir das schon fürs nächste Mal. Pflügen war das. Und wir hatten 9 Meter. Okay. Schauen wir mal. Gewartet ist er. Vollgetankt ist er. Also, erster Wegpunkt. Überhaupt kein Problem. Ab geht die Post. 68. CP starten und viel Spaß. Machen Sie es gut. Läuft. Perfekto. Achso. Ich wollte ja noch was machen. Ah, genau. Das habe ich vergessen. Und zwar. Man hat es ja gesehen, mit den Missionen, was wir da gemacht haben. Da haben wir halt so megamäßig viel Geld, nee, hier, so megamäßig viel Geld reinbekommen. Also 1,8 Millionen, 2 Millionen, 1,4, 1,9 pro Tag. Ich hätte mal gesagt, welchen Schwierigkeitsgrad? Wir haben normal. Ich glaube, wir stellen mal auf schwer um. Ist halt die Frage, ändert sich da was? 56.000? 56 und 20, ändert sich da irgendwas? Schwer. Ja, ein bisschen, ne? 51 statt 56 und 18 statt 20. Ja, ist okay. Ist im Rahmen. Mehr können wir nicht machen. Mehr können wir jetzt nicht machen. Na gut. Das heißt, wir haben hier auch ein bisschen zu sehen. Ah, hier ist auch Kartoffeln. Das ist jetzt echt blöd. Wir hätten dann noch ein bisschen was zu pflügen. So, machen wir. Schickt man Johnny los mit dem Flug, hätte ich gesagt. Auf die 2. Ja, wenn nichts Besseres da ist, nehmen wir die 2. Wir haben ja 2 Flüge, also überhaupt kein Thema. Johnny, 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 wo bist du? Oh, Johnny. Ne, wo ist wirklich? Ah, hier ist er. Moin. Alter, das Ding ist schon groß, ne? Also wenn die Spielfigur einigermaßen realistisch ist, was ich auch glaube, dann ist der Hinterreifen so groß wie ein ausgewachsener Mensch. Also schätze mal 1,80 m, 1,90 m Reifen. Also das ist schon ein ordentlicher Klobber. So, und dann bekommst du deinen schicken dunkelgrünen Flug ran und dann machst du dich auch auf den Weg. Und dann würde ich sagen, dann, ich glaube, das nächste einigermaßen lukrative war dann noch das Sehen, ne? Weil sonst war nicht so viel mehr los. Der ist repariert und getankt. Dann gucken wir mal, das war die 2. Die 2, der hat auch irgendeinen Kurs drin, den löschen wir mal raus. Da haben wir nur Düngen, kein Problem, mach mal. Die 2, die war hier. Okay, kein Problem, machen wir. Das wird die 2 sein, dann machen wir hier, hier, hier. 9, 3, Vorgewende, läuft. So schnell kann es gehen. Schließen und dann speichern wir das gleich ab. Speichern aktivieren, pflügen. Mit auch 9 Meter. Perfekto. Und dann kannst du auch schon abdüsen. So, erster Wegpunkt. Perfekto. Die Feld Nummer 2. Und viel Spaß. Machen Sie es gut. Adios. Okay. Ja, jetzt die Frage, wie lange dauert das, bis die Missionen sich aktualisieren? Wir sind ja. Das ist abgeerntet. Ich schätze mal, das wird hier alles, die abgeernteten Felder hier, das ist schon gepflügt. Also ich schätze die 3, die 12, das ist alles irgendwie zum Pflügen wahrscheinlich. Schauen wir mal nach. Pflügen, 3, 12, das ist alles zu pflügen.
Ja, gut, ne? Wir haben hier, das ist noch Kartoffeln. Das ist Mais, die 8 mit Mais. Die 8 mit Mais. Wo ist die 8? Die 8, das ist hier. Das war ja früher mal, glaube ich, die 4 oder die 3. Ja gut, das können wir machen. Das können wir machen. Mais, Legemaschine Hammer. Akzeptieren. Das ist die 8 mit Mais. Ene Minimo. Und raus bist. Warte mal. Die Maislegemaschine, die Kinze, die braucht relativ viel Leistung. Also wenn man Deutz hier nehmen. Das ist ja das Gute, wenn man ordentlich Traktoren hier rumstehen hat, die was machen können. Dann nehmen wir einfach einen. Solange was da ist, wird einer genommen. So. Ah, da ist sogar voll und Mais eingestellt. Das trifft sich ja hervorragend. Aber ich würde schon sagen, wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, sind die 15 Minuten schon wieder rum. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut dann auch bei der nächsten Folge wieder rein. Bis dann. Ciao.